Gestern haben wir ein völlig neues Muster an den Märkten gesehen, denn es war vorher ja so, dass Big Tech eigentlich die Indizes oben gehalten hat. Die meisten Aktien sind gefallen, aber die Indizes sind dennoch gestiegen, weil die Dickfische, weil die Apples, weil die Microsofts, weil die Googles, weil eben die Teslas, die Aktien mit einem absoluten Schwergewicht, die Indizes eben oben gehalten haben, während die meisten Aktien in einem Bärenmarkt waren. Man könnte also sagen, die Aktien waren im Bärenmarkt, die Indizes in einem Bullenmarkt. Gestern hat sich das Spiel umgekehrt. Die meisten Aktien sind gestiegen, aber die schweren Tech-Aktien haben die Indizes nach unten gedrückt. Und das ist eine neue Situation. Wir haben heute den großen Verfall. Es ist ziemlich viel Angst im Markt. Wir haben gestern den stärksten Fall des Nasdaq seit September gesehen, also seit einem Vierteljahr. Und wir wollen uns die Ausgangslage am heutigen großen Verfall mal genauer anschauen. Zunächst mal die Indizes. Interessanterweise der Dow Jones fast gar nicht im Minus. S&P 500 0,87%, aber Nasdaq 2,5% fast. Der Nasdaq 100. Gibt ja den Nasdaq Composite mit über 3000 Aktien und den Nasdaq 100, wo naturgemäß die Schwergewichte Apple, Microsoft etc. ein besonderes Gewicht haben, minus 2,61%, also da hat es ein bisschen gerumpelt. Wir sehen auf der einen Seite, wenn wir uns die Sektoren mal anschauen, Financials, die hier zulegen konnten. Wir haben zwar jetzt gestern einen leichten Rückgang der Renditen gesehen, aber die Zinskurve hat sich wieder versteilt. Das ist gut für die Finanzwerte, Banken auf der Gewinnerseite, Materials auf der Gewinnerseite. Das sind eigentlich Sektoren, die ja, Reopening-Geschichten sind, die eigentlich da durchaus zu erwarten sind. Technologie dagegen ganz unten. Hier sehen wir einen doch ziemlich sportlichen Verlust von 2,83%. Also das ist auffällig. Value ist gestern besser gelaufen, Tech ist gestern nicht so gut gelaufen. Das vielleicht mal als erste Merkregel. Hier sehen wir mal die verschiedenen Indizes. Es ging ja am FED-Tag dann wie an der Schnur gezogen, ohne Sinn und Verstand, wahrscheinlich aus mechanischen Gründen, aufgrund des großen Verfalls respektive der Bewegungen vor dem großen Verfall nach oben. Dann ist man so im europäischen Handel noch ein bisschen weiter nach oben geglitten und dann ging es eigentlich konstant bergab mit dem Öffnen des Kassahandels an der Wall Street. Also da war die Party dann schnell wieder vorbei, so ziemlich alles wieder ausradiert, etwa beim Nasdaq, was vorher durch diese Bewegung gewonnen wurde. Jetzt schauen wir uns hier mal die sogenannte Heatmap an, also die Hitzemappe. Alles, was grün ist. Hier sehen wir sozusagen die Marktgewichtung der einzelnen Aktien, etwa eine Apple mit der größten Marktgewichtung. Und wir sehen, ob dieser Wert grün oder rot ist. Wir sehen, dass Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, alle Facebook, alle ziemlich rot sind. Aber wenn wir uns mal die rechte Seite dieser Grafik anschauen, dann sehen wir wahnsinnig viel grün. Es sind also, wie wir hier unten in dieser schwarzen Grafik sehen, von den 500 der S&P 500 Aktien 269 gestiegen und 231 gefallen. Jetzt gucken wir uns mal das Volumen an. Das Volumen bei den steigenden Aktien war deutlich höher, aber das Kapital, das da rein bzw. rausgeflossen ist, das war ein völlig anderes. Das ist bei den Declining Stocks das Vierfache gewesen. Das heißt, diese marktschweren Titel, die haben massive Ausflüsse gehabt. Und das ist genau das Gegenteil, was in den letzten Monaten, wenn nicht gar Jahrhunderten passiert ist. Nämlich, dass diese wenigen großen Tech-Aktien die ganze Geschichte oben halten. Heute großer Verfall. Wichtiges Level im S&P 500, wie Nomura hier zeigt. 4.644. Man kann die Thematik Optionen vor allem gar nicht überschätzen, was die Bewegung der Indizes betrifft. Das war wahrscheinlich schon ein maßgeblicher Faktor bei der Fed-Bewegung, bei dieser Rallye nach oben. Es dürfte auch ein maßgeblicher Faktor gewesen sein, dass es gestern wieder nach unten ging. 4.644 ist wohl so eine Art Gamma-Schwelle. Gamma ist praktisch das Absicherungsniveau. Wenn wir da nachhaltig drunter kämen, dann müssen die Market Maker, die diese Optionen an den Mann bringen, sich entsprechend positionieren. Das könnte dann eine Dynamik nach unten geben. Aber, meine Damen und Herren, es gibt Grund zu Optimismus. Warum, will ich Ihnen gleich zeigen. Zunächst mal haben wir ein ziemlich miserables Sentiment. Das ist der Goldman Sachs Sentiment Indikator.
Hier sehen wir, da ist wirklich schlechte Stimmung gewesen. Jetzt sehen wir, dass die amerikanischen Vermögensverwalter ihre Positionierung massiv zurückgefahren haben. NAAIM ist jetzt auf 53 abgestürzt, war lange Zeit über 100. Das heißt, die Vermögensverwalter waren mit 100% investiert und sogar noch gehebelt. Jetzt sind sie fast komplett rausgegangen oder haben sehr, sehr viel glattgestellt. Das ist normalerweise nicht das Schlechteste. Dann sehen wir Put-Call-Ratio, extrem viele Puts, extrem viele Absicherungen in diesem Markt. Auch das ist jetzt nicht so schlecht. Und normalerweise ist es eben so, dass dann in Postwahljahren, das ist die dunkelblaue Linie hier, dann irgendwann die Post nach oben abgeht. Also zumindest eben eine temporäre Rallye zu erwarten ist. Was im Januar passiert, ist dann wieder etwas völlig anderes. Aber von den letzten 71 Jahren waren 55 positiv zwischen dem 17. Dezember und dem 31. Dezember. Wie gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen kurz- und mittelfristig und langfristig. Kurzfristig könnte da durchaus jetzt was nach oben gehen, wenngleich natürlich die Dinge an einem großen Verfall immer ein bisschen unsicher sind. Schauen wir uns mal die Indizes an. S&P 500 mit dieser Kerze dann nach unten. Aber wir sehen höhere Hochs und höhere Tiefs auf der einen Seite. Der S&P 500, der ist nach wie vor über seinem 50-Tages-Durchschnitt und nach wie vor über seinem 100-Tages-Durchschnitt. Das sind diese beiden Linien, die da reingestochen kommen. Wenn wir uns den Nasdaq anhand des Triple Q-ETFs mal anschauen, dann sehen wir, der hat seinen 50-Tages-Durchschnitt schon unterboten. Wir sehen also eine gewisse Schwäche bei den Nasdaq-Werten, zumindest in Relation zum S&P 500. Auf der anderen Seite immer noch höhere Hochs und höhere Tiefs, das zumindest als Hoffnungssignal. Ja, und wer verprügelt wurde, das sind die Kandidaten, die gerne verprügelt werden, die vorher allerdings massiv profitiert hatten, eben von der Liquidität. Aber wenn jetzt eben dann die Liquidität entschwindet, dann sieht man, wer besonders nackt unter dem Bauchnabel ist, und das ist Non-Profitable Tech, also unprofitable Tech-Unternehmen. Gestern 5,4% gefallen, Bewertung oder extrem hoch bewertete Tech-Firmen, Nvidia, Tesla, gestern auch 5% niedriger, der Nasdaq eben dann 2,6% gefallen. Und jetzt hat die Fed eben das große Problem, auf der einen Seite will sie diese Blase nicht zerstören, denn da hängt ja so viel dran, da hängen Pensionskassen dran, da hängt der Wohlstand vieler Amerikaner dran. Auf der anderen Seite muss sie die Financial Conditions straffen, muss sie die Inflationserwartungen nach unten kriegen. Und das kriegst du nur hin, wenn du eben wirklich dann auch die Geldpolitik strafst. Und das ist eben für die Aktienmärkte, die auf Liquidität geeicht sind, keine so schicke Nachricht. Dementsprechend könnte es da schwierig werden, vielleicht wie Ottavio Costa hier zeigte, wäre da etwas interessant, was man anfassen kann, nämlich zum Beispiel Rohstoffe, Tangible Asset, Commodities zur Equity Ratio. Hier sehen wir, dass da möglicherweise jetzt schon beginnt, etwas nach oben zu drehen, dass also Commodities, dass Rohstoffe hier vielleicht on the long run ein nicht so schlechtes Investment sein könnten. Wenngleich es einen kleinen Rückschlag gibt, hier Build Back Better, dieses Infrastrukturprogramm von Joe Biden plus Sozialgedöns noch, das einen maßgeblichen Teil auch ausmacht, den die Republikaner allerdings ablehnen. Jedenfalls hat Biden jetzt eingestanden, dass das wohl doch nichts mehr in diesem Jahr wird. Vorher hieß es noch, ja, wir sind optimistisch, das vor Weihnachten noch durchzukriegen. Das ist jetzt vom Tisch. Goldman Sachs sagt also hier diese Verschiebung in diesem Build Back Better ins nächste Jahr meint, dass die Senatoren dann eigentlich für ein Stimulusprogramm stimmen müssen, das massive inflationäre Auswirkungen hat, weil bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen von Unternehmen, die sich da bewerben für Aufträge, Mindestlöhne, bestimmte grüne Vorgaben etc. Die können dann nur relativ teuer anbieten. Und wir sehen also jetzt, die Fed dann versucht, die Inflation nach unten zu kriegen, und dann, wenn Biden Build Back Better durchkriegt, dann hat das wiederum den gegenteiligen Effekt. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Jetzt ist in den USA auch plötzlich viel mehr die Rede von Corona. Das war ja vorher eher ein europäisches Thema. Jetzt bei dieser Welle, jetzt warnt Fauci vor überfüllten Krankenhäusern. Die könnten sich in wenigen Wochen total überfüllen. Omikron, so berichtet der britische Guardian, könnte sich in der Lunge oder
70 Mal schneller hier festsetzen und auch Biden warnt jetzt, also da kommen schwierige Zeiten auf uns zu in Sachen Omikron. Wenn wir uns jetzt etwa mal die Zahlen aus New York anschauen, dann sehen wir, dass die Positivtests sich verdreifacht haben in den letzten Tagen, dass die Hospitalisierungen auch deutlich steigen. Man spricht hier von einem perfekten Sturm, der auf New York zukommen könnte. Und das ist auch für China ein Thema. Hier gibt es jetzt erste Schließungen von Manufacturing Hubs bzw. Einschränkungen. Das ist eben das Risiko in Sachen jetzt Lieferengpässe, Materialmangel. Wenn China jetzt wieder relevante Teile dicht macht, dann hätte das natürlich auch wieder inflationäre Folgen. Und all das ist eben wichtig und deswegen erzähle ich das eben auch für die Märkte. Da ist etwa Fundstrat, die sagen, also wir sind jetzt nicht übermäßig bierisch, obwohl es diese Omikron-Risiken gibt, denn Omikron wird irgendwann vorbeigehen, has an expiration date und vor allem Omikron könnte die Fed dann doch irgendwie triggern, ein bisschen dovischer zu werden. Und dass man also doch dann sagt, naja, wir meinen es nicht zu ernst mit unserer hawkischen Haltung, wenn es wirklich darauf ankommt. Das, was die Fed gesagt hat, war ja durchaus ziemlich sportlich und hawkisch. Noch ein Blick hier auf Dänemark. Hier schießen die Zahlen massiv nach oben, auch mit der Omikron, während bei uns sowohl die Zahlen, was die Infektion als auch die Intensiv- bzw. die Hospitalisierung betrifft, nach unten gehen. Aber das dürfte sich dann eben auch wohl an Dänemark annähern. Damit ist zumindest zu rechnen. Also wahrscheinlich nur eine kurze Pause. Kommen wir noch kurz zur Energie. Hier sehen wir neue Rekorde bei EU und UK Gas. Gestern ja die Preise nochmal massiv angestiegen, dazu auch die Strompreise massiv angestiegen, nachdem zwei Atomkraftwerke in Frankreich außer Betrieb gesetzt werden mussten. Jetzt werden Anfang des nächsten Monats weitere 4 Nuklearkraftwerke außer Kraft gesetzt. Also das wird bedeuten, dass wir hier in Sachen Energiepreisen sicherlich nicht eine schnelle Entspannung sehen werden, zumal jetzt die EU und Biden überlegen, wie man die Russen weiter sanktionieren kann wegen der Ukraine. Da machte Biden auch Druck auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es Berichte, dass also vor Sommer 2022 Nord Stream 2 nicht genehmigt werden dürfte. Also das wird ein spannender Winter, wenn es jetzt so mild ist wie derzeit, ist ja alles schick. Dennoch werden die Preise eben massiv hochsteigen. Wir haben heute die deutschen Erzeugerpreise gesehen, 19,2%, das ist der höchste Anstieg seit dem Jahr 1951. Die Zahl sogar etwas niedriger als befürchtet. Also da ist richtig was los. Es sind 4 Klassen, die vor allem die Verbraucherpreise treiben. Da sehen wir Kraft- und Schmierstoffe. Die sind massiv gestiegen, Heizöl, Personenkraftwagen, Gas und diese Sektoren sind eigentlich insgesamt nur mit 10,4% gewichtet, aber die sind so massiv nach oben gegangen, dass wir eben eine Inflation von 5,2% haben. Man kann eben durchaus diskutieren über diesen Warenkorb, ob das wirklich nur so wenig ist oder ob das einfach untertrieben ist. Ich lasse das mal freundlich offen. Die Inflation ist ein Thema in der Türkei und Dollar-Türkische Lira jetzt über 16. Im Februar waren wir noch knapp unter 7, also totaler Verlust eben durch Rate Cuts, wie wir hier sehen. All das führt dann immer dazu, dass ja, die Zinsen eben weiter unter die Inflationsrate sinken. Und jetzt nochmal der Hinweis, meine Damen und Herren, genauer gesagt 2 Hinweise. Ich will nochmal auf das wirklich schöne, nette, unterhaltsame und gleichzeitig auch profunde Interview mit Robert Halver verweisen, monetärer Klimawandel und Aktienmärkte. Ich packe Ihnen den Link nochmal rein in die Beschreibung. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie sich das an. Das macht Spaß und hat auch wirklich Tiefe, wie ich fand. Und als zweites nochmal die Ausgangskonstellation für heute. Wie schaut es denn aus? Setzt sich die Achterbahnfahrt am Hexensabbat fort? Auch das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Also 2 Hausaufgaben, meine Damen und Herren, die ich Ihnen für den heutigen Freitag noch in Auftrag gebe. Das Marktgeflüster heute ein Ticken früher. So, ich hoffe, um kurz vor 19 Uhr online. Das nur als Hinweis und nochmal diese beiden Artikel. Big Tech has a problem. Das muss ich jetzt umkehren, aber es gibt aufgrund des Pessimismus gar keine so schlechte Chance, dass wir temporär jetzt in dieser saisonal günstigen Phase vielleicht wieder eine Erholung sehen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wie bullisch ich bin. Servus und ciao.